Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Ich befinde mich auf dem Weg zum Hafen. Ich möchte das letzte Eis endlich haben. Und ich weiß jetzt, wo es das gibt. Ich habe mal gerade nachgeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass es in einem Dungeon war oder ist. Nämlich hier hinten. Im Hauptquartier der Wachbrigade. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht wieder dafür kämpfen muss. Wenn das so ist, dann hole ich mir das Eis halt später. Mal irgendwann. Oh, es sind auch nur zwei Straßenbubis. Guck, da ist es. Yep. Gut, 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 gut. Sprich mit Schatzsucher Finn. Ja, das war jetzt dann easy, ne? Geht zu Valrossia Berg. Da kriegen wir noch einen Trainingspunkt. Kleine Nebenquest geschafft. Das war wirklich easy, ne? Aber die sind sowieso immer sehr leicht. Hey, warte mal! Erzähl mir nicht, dass du schon alle Vanilleeisproben beieinander hast. Wirklich? Na, du kommst aber schnell zur Sache. Mir war ja gleich klar, dass es kein Problem gibt, dem mein Zaubererkumpel nicht gewachsen ist. Schön, dass du nach deinem Abschluss an der Zauberschule nicht nur in der Gegend herumhängst. Ja, das gefällt mir. Plus ein Level aufgeschrieben. Meine Güte. Haha, sehr gut. So, auf nach dem Katabar. Auf nach dem Katabar-Eisklotz. Da gab es aber auch wieder viele Erfahrungspunkte. Schön. Und jetzt gehen wir hier runter. Ob ich das alleine schaffe? Sehen wir dann. Mal gucken, was mich hier unten erwartet. Also ich weiß, dass hier unten mich noch nicht der Rasputin-Endgegnerkampf erwartet. Aber wer weiß, was hier abgeht. Um zum Meeresboden zu gelangen, musst du tief in das eiskalte Gewässer tauchen. Doch der Taucherlungenfisch wärmt dich von innen heraus. Am Fuße des Eisklotzes erspähst du ein Zugangsgitter. Das muss der Punkt sein, von dem aus Oberleutnant Flocke in den Stützpunkt eindringen möchte. Wahrscheinlich muss ich erst noch ein paar Fische hier, ein paar Elitefische kaputt machen. Was haben wir denn hier? Was ist das? Mit Sicherheit irgendwas, was ich einsammeln muss, ne? Okay. Also ich werde jetzt feststellen, oh, ich komme da nicht durch. Und ich muss erst Fische besiegen. Ich habe ja schon viele Unterwasserzugangsgitter gesehen, aber das ist mit Abstand das ausgeklügelste. Es ist komplett versiegelt. Ich kann das Gitter sprengen, aber dafür brauche ich Methanklattrat. Oh, tut mir leid. Ihr kennt es vielleicht als Feuereis. Tatsächlich handelt es sich dabei um Fischgase, die in Eis eingeschlossen sind. Auf dem Meeresgrund solltet ihr etwas Feuereis finden können. Fischgase? Also quasi... Oh, das ist ja widerlich. Warum muss das alles immer so ekelhaft sein? Haltet ihr einfach die Nase zu. Es ist nicht die schönste Aufgabe, aber ich brauche das Feuereis, um das Gitter zu sprengen. Ja, ja. Bringen wir es einfach hinter uns. Tja, das ist jetzt nicht so wirklich schwer, ne? Guck mal, wie der Ivan schwimmt. Geil. Ivan. Aber der Kevin. Der Kevin steht auf dem Teppich unter Wasser. Mhm. So, noch ein bisschen sammeln. Also wenn es sonst nichts ist, ne? Das ist ja lächerlich, die Aufgabe. Aber ich möchte nicht zu große Töne spucken. Man kennt es ja, man kennt es ja. Und weil ich so ein furchtbar ausgeklügelter Fuchs bin. Nee, komm, was sollst du jetzt machen? Ach, da hinten liegt schon wieder was. Ach, da liegt schon wieder ganz viel. Ich wollte gerade die Sphäre wechseln, aber... Ja. Ach Gott, Leute. Und meine Homies hier. Hast du das Feuereis? Perfekt. Lasst uns das Ding in die Luft jagen. Bleib zurück. Jetzt geht's los. Was?
Warum hat es denn nicht geklappt? Das darf doch nicht wahr sein. Warum muss ich immer versuchen, Sachen in die Luft zu jagen, die man nicht sprengen kann? Vielleicht machst du Sache zu kompliziert. Vielleicht gibt es einfachen Weg. Geh beiseite und lass es mal Ivan versuchen. Ja! Nimm das, blödes Gitter! Nichts kann sich Stärke von Ivan dem Großen widersetzen! Mit einem Schlag? Wirklich? Das hat nur geklappt, weil die Explosion die Gitterstäbe gelöst hat. So schreibe ich das zumindest in meinem Bericht. Alles klar. Neuer Status. Auftrag ausgeführt. Ihr könnt jetzt weiter in den Eisklotz. Ich kehre zum Schiff zurück. Geht ruhig rein. Ich werde Unteroffizier Graupel schicken. Er wird euch dabei helfen, an den Sicherheitseinrichtungen vorbeizukommen. Yeah. Okay, Gegner. Gegner. Hä? Ach so, alles klar. Lieber, was da gerade angeschwemmt wurde. Ist das nicht der Zauberer, vor dem man uns gewarnt hat? Der Meister wird sich freuen, wenn wir ihm diese Beute bringen. Also erwartet uns Rasputin schon? Umso besser. So viel aufregende Sachen sind im Tal nie passiert. Komm schon, bringen wir es zu Ende. Alles klar, Barracuda-Wachtposten. Ja. Huch, ich hab hier noch Kolossal drin. Na dann. Das ist ja nett. Muss ich noch gegen Episch austauschen. Macht aber auch nicht so den Riesenunterschied, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. So, ich hoffe, die zaubern kein Erdbeben. Meine übliche Befürchtung bei Erdbebengegnern, aber sagen wir mal, die machen das nicht. Ich habe 3 normale Pips. Wo sind wir denn hier? Im Einhornweg oder was? Die sind so blöd, oder? Das nennt man Teamwork. Na gut, ich will nicht zu viel sagen. Boah, Leute, meine Zunge tut weh. Meine Zunge tut so weh. Gestern, ich arbeite im Moment ein bisschen woanders, ne? Muss dafür viel Auto fahren und dachte, so auf dem Rückweg nach Hause, dachte ich, boah, jetzt tue ich mir was Gutes, halte ich mal beim Burger King an. Und da ich ja Vegetarier bin, gibt es für mich auch nicht besonders viel zu an Auswahl. Also bleibt nur der Veggie-Burger, also der Country-Burger. Der muss also immer frisch zubereitet werden, weil die den nie auf Vorrat haben. Aber da habe ich nicht dran gedacht und ich beiße da rein und verbrenne mir dermaßen, dass die Zunge... Ey, ich habe noch nie so heiß gegessen bei so einem Fast-Food-Typen, ne? Wie Burger King oder McDonald's. Boah. Die brennt mir den ganzen Tag die Zunge. Das ist echt unerträglich. Ja, so ist es. Das war schon die spannende Story von gestern. Der Kampf ist jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Habe ich sogar Schattenpiep erhalten. Der Kampf läuft gut. Ja. Machen wir mal schön im eisigen Wasser ein bisschen Feuer. Ach, wie easy. Ja, das war echt easy, Leute, oder? Brauche ich mich ja kein bisschen anstrengen. Trotzdem möchte ich mein Kartendeck ein bisschen ändern. Ist der Zauberer keine leichte Beute.
anstatt die Beute einzusacken, sollten wir uns aus dem Strom machen. Anscheinend führt dieser Durchgang nach oben in den Eisklotz und letztendlich zu Rasputin. Ich bin bereit. So. Zack, zack. Episch. Ich hatte gehofft, dass es ein wenig wärmer wird, wenn wir aus dem Wasser rauskommen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Jetzt befinden wir uns quasi in einer riesigen Gefriertruhe. Du brauchst mehr Fleisch auf Rippen. Du isst nicht genug, Mallory. Ivan macht sich Sorgen um dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Pelz dich auch ein bisschen warm hält. Und ich esse genug. Keine Sorge. Erkunde Mondbecken, Kammer. Geheimer Eisklotz mit geheimem Versteck von Rasputin. Aber wahrscheinlich weiß Rasputin Bescheid. Was ist das? Ganz schön große Tür. Ivan ist nicht sicher, ob er die einschlagen kann. Sie ist wohl nicht verschlossen. Lass uns nachsehen, was auf anderer Seite ist. Hey, großer Freund, immer langsam. Lass das mal besser einen Sicherheitsexperten machen. Ich kann sie öffnen, ohne den Alarm auszulösen. Mal sehen. Alarm, Alarm, Eindringlinge. Muss Mondbeckenkammer dekontaminieren. Kleiner Borealis Golem, Rang 15 Feuergegner. Auf in den Kampf. Super Paper Harden. Zack. Fort damit. Und da, und da, und da, und da. Ich bin wieder nicht als erstes am Kampf, am dran. Ich habe gerade eine Mail bekommen von Lotto24 und gewonnen. Hat? Habe ich etwa im Lotto gewonnen? Wahrscheinlich nicht. Weil ich habe nämlich gar nicht gespielt. Das ist ein Quark, oder? Großes Feuerprisma. Für die kleinen Gegnerchen. Oh, ein neuer Kommentar zu Schlagzeilen basteln. Moment mal, Schlagzeilen basteln, Kill Chaos? Was ist denn das? Tja, das gibt es auf meinem Kanal Seite. Verlinkt bei meinen favorisierten Kanälen. Könnt ihr gerne abonnieren. Irgendwann mache ich auch mal richtig Werbung dafür. Aber wenn ungefähr so 10 Videos auf dem Kanal sind, weil bisher gibt es nur ein Vorstellungsvideo und das erste Video, dass ich dann in Schlagzeilen basteln. Mehr noch nicht. Ist also noch sehr übersichtlich. So. Ach, ich habe schon wieder keinen Internetempfang hier. Ich weiß nicht, was das ist. Nicht mehr viel Speicher, 8 Apps aktualisiert. Auch jetzt nicht so wirklich schwer, oder? Ach, da genau. Neuer Kommentar zu Schlagzeilen basteln. Bin ich mal gespannt. Sehr cool. Freue mich auf weitere Videos von Jan-Hendrik Pfeil. Vielen Dank. Ich wollte übrigens ja auch mal wieder ein bisschen auf die anderen Kommentare eingehen. Ne? Auf die Wizard101-Kommentare. Aber da ich es so viel mit Kämpfen zu tun habe, wo ich mich auch anstrengen muss, außer vielleicht jetzt, habe ich auch, glaube ich, schon mal erklärt, kann ich mich darauf schlecht konzentrieren. Ja, wenn ich jetzt Handyempfang hätte, hier in meinem Zimmer, mein Computer hat Empfang, mein Handy nicht. Weil sonst könnte ich jetzt gerade nicht spielen hier. Holy crap. Ich hasse es, echt. Naja, gut. Dann vielleicht bei einem der nächsten Mal. Diese Folge haben wir jetzt schon hinter uns. Wir sind tiefer vorgedrungen in den Katabar-Eisklotz. Na schön. Vielleicht habe ich hier ein wenig zu viel Druck verwendet. Oh. Aber wenn das die einzige Verteidigungsmaßnahme war, dann wird das eher ein Kinderspiel. Wir können jetzt sicher weitergehen.
Gut, wir gehen weiter und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Au revoir.